Herzlichen Dank, lieber Paul Klimpel, für die Einladung und auch für die sehr freundliche, optimistische Einführung meines Vortrages. Und Ihnen allen vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Sie sehen, mein Vortrag trägt den Titel YY, Problem gelöst. Ich habe mir den nicht selber ausgedacht, den hat Paul Klimpel ausgedacht. Ich wäre dazu gar nicht in der Lage gewesen, weil ich immer wahnsinnig schlecht bin mit Titeln, aber sehr dankbar über diesen, weil er mir ermöglicht, als erstes Herrn Zimmermann zu zeigen. Natürlich ist der Titel eine Referenz, eine Anspielung an das Aktenzeichen XY ungelöst. Und als ich nach Bildern dafür gesucht habe, habe ich dieses Bild gefunden auf der ARD-Seite unter der Überschrift Grusical für Spießer. Und das wäre auch so ein alternativer Titel vielleicht gewesen für meinen Vortrag, der sich ebenfalls angeboten hätte, denn nachdem Herr Trumke gerade berichtet hat, wie elegant und einfach erweiterte kollektive Lizenzen die rechte Wahrnehmung machen und auch schon berichtet hat, dass es nicht so leicht ist, Schrankenregelungen zu verändern, also gesetzliche Normen zu schaffen, die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke unter bestimmten Voraussetzungen zustimmungsfrei gestatten, werde ich Ihnen jetzt zeigen, wie man das machen könnte und wie der deutsche Gesetzgeber die bestehenden Schranken für Bibliotheken, Museen und Archive anpassen könnte. Und das geht dann relativ schnell ins Detail, darum Grusical für Spießer. Ich habe, um kurz zu erklären, warum diese Norm YY heißt oder warum Herr Klimpel auf die Idee gekommen ist, YY zu verwenden. Ich habe zusammen mit großartigen Mitarbeitern, von denen auch manche heute hier sind und gefördert durch das BMBF, habe ich mir bestehende Schrankenregelungen angeguckt, sowohl Schrankenregelungen, die die Nutzung von Werken durch Museen, Bibliotheken und Archive gestatten, aber auch Schrankenregelungen, die die Nutzung zu bestimmten Zwecken privilegieren, nämlich für Unterrichtszwecke und für Forschungszwecke. Ich habe mir angeguckt, was da die europarechtlichen Vorgaben sind, wie das deutsche Recht aussieht, inwiefern die Vorgaben sich wiederfinden im deutschen Recht, wo Gestaltungsspielräume sind und habe dann zwei Normen vorgeschlagen, die Paragraph XX heißen und Paragraph YY. Und Paragraph XX ist eine so relativ flexible Norm, die so ein bisschen entfernt an Fair Use oder Fair Dealing erinnert, das Herr Trumke vorhin vorgestellt hat, aber zu einem bestimmten Zweck, nämlich für Zwecke des Unterrichts und der Forschung. Und Paragraph YY ist eine Norm, die daneben anwendbar ist und die Bibliotheken, Museen und Archive privilegiert. Und das ist die Norm, über die ich jetzt heute sprechen möchte. Und um es gleich vorweg zu sagen, die Norm löst nicht alle Probleme. Also so richtig stimmt der Titel nicht, aber sie versucht es, die bestehenden innerhalb der bestehenden europarechtlichen Vorgaben das Recht zu verbessern, die Situation zu verbessern, zu flexibilisieren, eine angemessenere Lösung zu finden, auch vielleicht eine, die leichter verständlich ist. Wie genau ist mein Vortrag strukturiert? Das ergibt sich eigentlich ganz logisch aus dem, was ich gerade schon gesagt habe. Zunächst zwinge ich Sie, sich die europäischen Vorgaben mit mir zusammen anzugucken und die Umsetzung im geltenden Recht oder das bestehende Recht in Deutschland. Und ende dann mit einem großen Paukenschlag, nämlich Paragraph YY. Und dann werden Sie sehen, welche Probleme sich dadurch lösen lassen und welche nach wie vor bestehen und inwieweit da Handlungsbedarf auf europäischer Ebene besteht. Es gibt im Wesentlichen drei relevante europarechtliche Vorgaben, die sich alle in der sogenannten Infosorg-Richtlinie befinden. Auch die hat Herr Trumke gerade schon erwähnt, die wurde 2001 verabschiedet und sollte Europa fit machen für die Informationsgesellschaft. Und sie ist nicht so furchtbar heiß geliebt, eigentlich nirgendwo und es wird gerade auch diskutiert, ob sie überarbeitet wird möglicherweise. Und in dieser Norm finden sich zwei Vorgaben, die explizit Bibliotheken, Museen und Archive betreffen und Bildungseinrichtungen und eine allgemeine Vorgabe, die auch beachtet werden muss. Zum einen bestimmt die Regelung, dass die Mitgliedstaaten Vervielfältigungen zustimmungsfrei gestatten dürfen, also das Erstellen von Kopien gestatten dürfen,
in Bezug auf bestimmte Vervielfältigungshandlungen von öffentlich zugänglichen Bibliotheken, Museen und Archiven. Nach dieser Norm ist nur die Vervielfältigung erlaubt, nicht aber die Zugänglichmachung. Ja, das ist nicht gestattet. Ich darf also nur Kopien erstellen als Bibliothek, möglicherweise sie aber nicht öffentlich zeigen, also den Besuchern oder Lesern zugänglich machen. Zu den Implikationen davon komme ich gleich. Und es muss sich um bestimmte Vervielfältigungshandlungen handeln. Also ich darf nicht Bibliotheken, Museen und Archiven, die vorbehaltlose Vervielfältigung ihrer gesamten Bestände gestatten, sondern ich muss spezifische Voraussetzungen aufstellen, unter denen diese Einrichtungen tätig werden dürfen. Die zweite Vorgabe ist länger und nochmal deutlich enger. Die erlaubt die Zugänglichmachung von Werken an eigens dafür eingerichteten Terminals. Die Norm wirft verschiedene Fragen auf und verschiedene Probleme auf. Manche davon hat der EuGH dieses Jahr vor einem Monat ungefähr in einer Entscheidung beantwortet, andere Probleme hat er unbeantwortet gelassen oder kann er gar nicht beantworten, weil das sind Probleme, die im Text dieser Norm sozusagen sich befinden. Eine Frage war dieser Absatz 3 des Artikels 5 spricht davon, dass Mitgliedstaaten Ausnahmen oder Beschränkungen in Bezug auf die in Artikeln 2 und 3 vorgesehenen Rechte, das ist zum einen das Vervielfältigungsrecht, also das Recht, Kopien zu erstellen, und zum anderen das Recht der öffentlichen Wiedergabe, also das Recht, Werke dann tatsächlich auch zugänglich zu machen, vorsehen dürfen. Und diese Unternorm N, die nun die Schaffung von Terminals in Bibliotheken gestattet, die spricht aber nur von der Wiedergabe oder Zugänglichmachung. Fraglich war also, ob Bibliotheken gestattet sind, oder Bibliotheken Werke digitalisieren dürfen, um diese dann zugänglich zu machen. Oder dürfen sie nur Werke, die sie sowieso schon in digitaler Form haben, zugänglich machen? Ich glaube, so der gesunde Menschenverstand sagt einem, dass die Digitalisierung, die erforderlich ist, für die Zugänglichmachung erfasst sein muss. Und so hat es auch der EuGH kürzlich klargestellt. Er hat entschieden, dass diese sogenannten Annex-Vervielfältigungen, wie wir sie nennen, dass die auch gestattet sind. Eine weitere Frage war, was bedeutet eigentlich dieser Satzteil, nämlich, dass nur Werke oder sonstige Schutzgegenstände genutzt werden dürfen, für die keine Regelungen über Verkauf oder Lizenzen gelten? Heißt das, dass Verlage zum Beispiel sehr sneaky die Anwendung der Norm ausschalten können, indem sie den Bibliotheken anbieten, Verträge abzuschließen, also Lizenzen zu erwerben? Und wenn und reicht dieses Verlagsangebot aus, um zu verhindern, dass Bibliotheken sich auf diese Schranke berufen können? Oder dürfen Bibliotheken sich erst dann nicht mehr, und Museen und Archive, ich nehme jetzt Bibliothek immer als Synonym, sehen Sie mir das nach, für alle drei, oder dürfen Bibliotheken sich erst dann nicht mehr auf diese Normen berufen, wenn sie mit den Verlagen tatsächlich einen Vertrag geschlossen haben, wenn sie also auf das Angebot des Verlages eingegangen sind? Und da hat der EuGH, finde ich, auch sehr sinnvoll entschieden und gesagt, das bloße Verlagsangebot reicht nicht aus, denn dann könnten die Verlage einseitig die Anwendbarkeit der Schranke ausschließen, einfach indem sie das Angebot unterbreiten, sondern die Schranke ist nur dann nicht mehr anwendbar, wenn tatsächlich ein Vertrag vorliegt. Ich erzähle Ihnen diese Kleinigkeiten, diese vermeintlichen Kleinigkeiten, unter anderem, weil sie sich im deutschen Recht ganz schön widerspiegeln und weil auch der Fall, den der EuGH entschieden hat, aus Deutschland kam. Also der Fall heißt TU Darmstadt gegen Ulmer. Die TU Darmstadt hatte Werke digitalisiert und dann zur Verfügung gestellt, nachdem der Ulmer Verlag der TU Darmstadt angeboten hatte, einen Lizenzvertrag zu schließen. Und hatte dann auch noch gestattet, dass diese Werke ausgedruckt werden von den Lesern und auf USB-Sticks gezogen werden. Und gegen alle drei Punkte ist der Verlag vorgegangen und hat gesagt, erstens, wir haben euch ein Angebot unterbreitet, mit uns einen Vertrag zu schließen, also dürft ihr das nicht machen. Zweitens dürft ihr sowieso nicht digitalisieren und dann zur Verfügung stellen. Und drittens dürft ihr auf keinen Fall dafür sorgen, dass die Leser bei euch die Werke ausdrucken können. Und in allen drei Punkten hat die Uni recht bekommen.
Dieser Fall zeigt Ihnen, wie diese Normen, die, glaube ich, wenn man sie erstmal nur liest, sehr abstrakt sind, wie die dann wirklich in der Praxis funktionieren und wie sie auch gewisse Handlungen blockieren. Okay, es gab also diese Fragen zur Auslegung dieser Norm und dann gibt es aber auch noch sehr enge Tatbestandsvoraussetzungen, bei denen klar ist, dass die bestehen und dass die relevant sind. Zum einen müssen die Terminals, auf denen Werke zugänglich gemacht werden, eigens dafür eingerichtet sein. Das wird üblicherweise so verstanden, dass die Terminals sonst eigentlich nichts beinhalten dürfen, also nicht gleichzeitig Zugang zum Internet beinhalten dürfen. Und die Frage war eben, ob sie mit einer Funktion ausgestattet werden dürfen, dass man die Werke dann auch ausdruckt. Das hat der EuGH jetzt gelöst, nicht über diese Norm, aber über eine andere. Und die Terminals müssen sich in den Räumlichkeiten der genannten Einrichtungen befinden. Und das wird üblicherweise so verstanden, dass der Remote Access, also der Zugang zu den Terminals von zu Hause zum Beispiel, nicht gestattet werden darf, sondern die Terminals müssen sich tatsächlich vor Ort in der Bibliothek befinden. Die Leser müssen dorthin gehen und dann dort Einsicht nehmen, dürfen das nicht von zu Hause aus tun. Zu diesen beiden spezifischen und relativ engen Voraussetzungen gesellt sich noch eine dritte, ganz allgemeine Voraussetzung, die jetzt nicht speziell für Bibliotheken, Museen und Archive gilt. Und die besagt, dass immer, wenn Schranken geschaffen werden, die nur in bestimmten Sonderfällen angewendet werden dürfen, die normale Verwertung des Werkes nicht beeinträchtigt werden darf und die berechtigten Interessen des Rechteinhabers nicht ungebührlich verletzt werden dürfen. Das ist die Inkorporierung der völkerrechtlichen relevanten Vorgaben dazu. Das ist also der europäische Rechtsrahmen für Bibliotheken, Museen und Archive, in dem sich der deutsche Gesetzgeber bewegt. Also den darf er nicht überschreiten und der ist, ich hoffe, das habe ich klar gemacht, der ist relativ eng. Frage ist jetzt, was findet sich von all dem im deutschen Recht wieder? Zunächst mal Artikel 5 Absatz 2 Litera C findet sich in zwei Normen im deutschen Recht. Zum einen versteckt im Absatz 2 einer großen Sammelnorm, die alles Mögliche regelt. Sie sieht so aus, also sehr unübersichtlich. Sie stellen fest, dass wir Juristen immer gerne einfach mal so Normen, die man nicht lesen kann, auf Folien packen, um zu zeigen, wie gruselig das Recht ist. Herr Trumke hatte das mit allen möglichen Schranken gemacht. Das ist jetzt nur eine und die füllt, das, glaube ich, diese Folie auch schon ganz gut aus. Die Norm ist also eher unübersichtlich und wenn ich jetzt reinzoome in den Absatz, der relevant ist und den man auch mal erst finden muss, dann ist das dieser Absatz 2, der selbst auch nicht besonders übersichtlich ist. Sie sehen, es gibt zunächst mal einen Satz mit vier Nummern, die vierte Nummer hat dann noch A und B, dann gibt es einen zweiten Satz und der besagt, dass für die Nummer 2 des ersten Satzes noch drei weitere Voraussetzungen gelten. Das ist alles nicht besonders schön. Wenn man das jetzt raustrennt, das ist die Schranke, um die es mir eigentlich geht, die sogenannte Archivschranke, die wirklich, Sie sehen es über den ganzen zweiten Absatz hinweg verteilt ist. Wenn man die raustrennt, dann kommen wir zu dieser Schrankennorm. Was ist daran problematisch? Ich sagte, das ist eine Schranke, die Archivierung von Werken gestatten soll. Also ein kleines Problem ist, dass das Archiv hier sowohl Subjekt als auch Objekt ist. Ein Archiv darf Werke aufnehmen in ein eigenes Archiv. Das ist so ein bisschen redundant und unklar und man versteht zum Beispiel nicht, bedeutet das, dass auch Bibliotheken Archive oder Archivkopien erstellen dürfen, sind auch Museen berechtigt. Das sind sie, aber das ergibt sich nicht klar aus der Norm. Das liegt an dieser seltsamen Verschachtelung des Paragraphen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, die dazu führt. Zudem muss als Vorlage für die Vervielfältigung ein eigenes Werkstück benutzt werden. Auch das hat Herr Trumke gerade schon kurz und indirekt beschrieben. Diese Beschränkung findet sich nicht in der Richtlinie, aber was bedeutet das für das deutsche Recht? Das bedeutet dreierlei und das sind wirklich drei große Probleme. Zum einen darf eine Bibliothek, wenn sie nur ein schlecht erhaltenes Exemplar hat, wenn sie also ein halb verrottetes Buch hat oder halb verschimmeltes Buch, dann darf sie sich nicht von einer anderen Bibliothek ein besser erhaltenes Exemplar
ausleihen, um das dann als Vorlage zu nehmen für die Digitalisierung, sondern sie muss ihr eigenes, schlecht erhaltenes, möglicherweise mit Löchern versehenes Exemplar nehmen. Zweites Problem, sie darf immer nur so viele Archivkopien erstellen, wie sie Werke physisch zur Verfügung hat. Ja, so hat sie ein Buch nur einmal, darf sie nur eine Archivkopie erstellen. Was, glaube ich, für jeden einsichtig ist, dass das ein riesiges Problem ist, weil eine sinnvolle Langzeitarchivierung bedeutet eine redundante, mehrfache Speicherung. Ich muss die Archivexemplare dann auch an unterschiedlichen Orten lagern, damit, wenn irgendwie das Kölner Stadtarchiv zusammenbricht, ich noch irgendwo anders eine Kopie habe, auf die ich Zugang habe. Das erlaubt die Norm aber nicht, beziehungsweise sie zwingt die Einrichtungen, wenn sie redundant speichern wollen, x Exemplare zu kaufen, um dann mehrfache Speicherung zu ermöglichen. Ziemlich verrückt, finde ich. Und schließlich dürfen Bibliotheken keine Archivkopien erstellen von Quellen, die zum Beispiel im Internet frei zugänglich sind, weil sie diese Quellen nicht in ihrem eigenen Bestand haben. Sie dürfen nur archivieren, was sie sowieso in ihrem eigenen Bestand haben. Was nicht gestattet ist, ist also beispielsweise das Web-Harvesting. Ich weiß nicht, viele von Ihnen sind damit vielleicht bekannt, bei dem so ein Crawler automatisch das Web durchsucht und Informationen einsammelt, auch urheberrechtlich geschützte Werke, die dann archiviert werden können. Und immer mehr kulturelle Äußerungen finden sich im Internet. Die DNB beispielsweise hat auch einen Sammelauftrag für diese kulturellen Äußerungen, aber es gibt gar keine Entsprechung im Urheberrechtsgesetz, die ihr ermöglicht, diesem Sammelauftrag von sich aus nachzukommen und wirklich mit so einem Webcrawler die Dinge einzusammeln. Hier gibt es also einiges an Verbesserungsbedarf und da ist wirklich das europäische Recht großzügiger als das deutsche Recht. Da kann man tatsächlich etwas ändern. Die zweite Norm, die oder wenigstens teilweise auf dieser europäischen Vorgabe, die ich Ihnen gezeigt habe, Artikel 5 Absatz 2 Litera C, beruht das folgende, nämlich eine Norm, die den Kopienversand auf Bestellung gestattet und die berechtigt Bibliotheken, auf Bestellung einzelne Exemplare, einzelne Kopien an ihre Leser zu versenden. Und die Norm wurde geschaffen, ich zitiere jetzt hier den Gesetzgeber, um ein gut ausgebautes, schnell funktionierendes und wirtschaftlich arbeitendes Informationswesen zu schaffen. Und ich glaube, dieser Anspruch ist hehr und groß und ich glaube, die Norm wird dem Anspruch nicht ganz gerecht. Was sind hier die Probleme? Zunächst mal, Sie sehen, dürfen nur bestimmte Werkarten, bestimmte Werkstücke verwendet werden. Die Norm gestattet nicht die Nutzung von allen Werken, sondern wirklich ist relativ spezifisch beschränkt auf bestimmte Werkarten. Außerdem erfasst sie aber nur erschienene Werke, also erschienene Beiträge oder kleine Teile eines erschienenen Werkes. Und Werke, die unkörperlich zur Verfügung gestellt werden, die erscheinen oftmals nicht. Also das ist so eine Regelung, die ganz klar noch aus dem analogen Zeitalter stammt und auf das digitale Zeitalter nicht zugeschnitten ist. Dann dürfen die Sachen geschickt werden im Post- und Faxversand oder dann unter bestimmten Voraussetzungen auch in sonstiger elektronischer Form ausschließlich als grafische Datei. Post- und Faxversand klingt jetzt auch nicht gerade von heute. Diese seltsame Unterscheidung zwischen Post- und Faxversand und sonstigem elektronischen Versand, die ist wiederum europäischen Vorgaben geschuldet. 2001 sah die Welt einfach noch ein bisschen anders aus als im Jahr 2014 und da war das Fax noch nicht ganz so absurd wie heute und die Post irgendwie wahrscheinlich schon, aber alternativlos. Also diese Unterscheidung, die ist tatsächlich europäischen Vorgaben geschuldet. Nur unter bestimmten Voraussetzungen darf ich in sonstiger elektronischer Form versenden. Aber was deutsch ist und ebenfalls total veraltet ist, ist, dass die sonstige elektronische Form ausschließlich als grafische Datei erfolgen muss. Die Idee war damals,
dass grafische Dateien nicht durchsucht werden können, also dumme Dateien sind und damit so ähnlich sind wie Post- und Faxversand, da kann ich die Dokumente auch nicht durchsuchen. Heute kann ich grafische Dateien problemlos durchsuchen. Diese Unterscheidung ist also, glaube ich, auch etwas unzeitgemäß. In der Praxis nicht ganz leicht ist, dass die Schranke nur eingreift, wenn der Zugang nicht offensichtlich von Orten und Zeiten ihrer Wahl mittels einer vertraglichen Vereinbarung zu angemessenen Bedingungen ermöglicht wird. Das ist wieder die Frage, was ist das Verhältnis der Schranken zu vertraglichen Bestimmungen? Hier ist es, können Sie sich vorstellen, nicht ganz einfach zu entscheiden, wann eigentlich der Zugang offensichtlich ist. Das ist so eine Bürde, die die Einrichtungen da tragen müssen. Diese heißgeliebte enge Terminalschranke der Infosorg-Richtlinie, die im Übrigen viele Mitgliedstaaten gar nicht umgesetzt haben, weil die so eng ist und so bekloppt in manchen Punkten, dass viele Mitgliedstaaten gedacht haben, das macht überhaupt gar keinen Sinn, die umzusetzen. Die wurde bei uns in eine Norm umgesetzt mit einem ganz schlanken Titel, wie Sie sehen, Wiedergabe von Werken an elektronischen Leseplätzen in öffentlichen Bibliotheken, Museen und Archiven. Und die ist tatsächlich noch ein bisschen absurder als die europäische Vorgabe, und zwar in zwei Punkten. Zum einen heißt es in der Richtlinie Terminals, hier heißt es Leseplätze, was so klingt, als seien nur Schriftwerke erfasst. Und dann zum anderen gibt es eine weitere Beschränkung, das ist jetzt nicht absurd, aber es gibt eine weitere Beschränkung, die besagt, dass gleichzeitig nur so viele Exemplare zugänglich gemacht werden dürfen, wie die Einrichtung hat. Also die soll dem Drei-Stufen-Test Rechnung tragen, wird aber im Moment auch nicht wirklich durchgezogen. Aber die Idee ist, wenn eine Bibliothek ein Buch nur einmal hat, soll gleichzeitig nur ein einziger Leser darauf zugreifen können. Also das ist auch nochmal so eine zusätzliche Beschränkung, die eingezogen wurde im deutschen Recht, um diese ohnehin schon sehr enge Norm noch weiter zu verengen. Okay, wie könnte man jetzt alles besser machen? Ich habe festgestellt, Aktenzeichen XY ungelöst gibt es auch in der Schweiz. Ich glaube, das ist der Herr aus der Schweiz. Stimmt das? Das ist auch Edel? Aber der sieht so anders aus. Ja, sehen Sie, ich bin nämlich so ein bisschen autistisch. Bitte? Ich bin so froh, dass Sie das alles besser wissen als ich. Ich bin nämlich tatsächlich ein bisschen autistisch. Wenn jemand irgendwie seinen Scheitel auf die andere Seite legt, erkenne ich die Person schon nicht mehr wieder. Und jetzt hat er hier keine Brille an und deswegen sieht er für mich ganz anders aus. Gleicher Mann, bisschen jünger. Und das gefällt mir ganz gut, weil eigentlich wollte ich jetzt dazu kommen, wie man das deutsche Recht ändern kann innerhalb der europäischen Vorgaben, wie man es also verjüngen kann, schlechtes Wortspiel, und dazu passt das ja dann ganz gut. Die Norm, die ich vorgeschlagen habe, ist folgende, Paragraph YY. Sie sehen, das ist auch keine schlanke Norm, es gibt keine ganz kurze, knackige Norm. Das war leider nicht möglich, weil die europäischen Vorgaben dazu zwingen, einzelne bestimmte Tatbestände zu erlassen. Aber wir haben immerhin hiermit eine Norm, in die der Rechtsanwender schauen muss und nicht mehrere unterschiedliche Normen, in deren Unterabsätzen dann plötzlich Relevantes versteckt ist. Also die Systematik ist zum einen verbessert und die Norm ist, glaube ich, auch ein bisschen flexibler, ein bisschen moderner, ein bisschen eleganter als das geltende Recht. Berechtigt sind öffentlich zugängliche Bibliotheken, Museen und Archive. Und in Absatz 1 der Norm findet sich die Archivschranke, die ich Ihnen zunächst gezeigt habe. Im geltenden Recht ist es die Schranke, die in dieser riesigen Norm irgendwo versteckt ist. Vielleicht erkennen Sie die Veränderung gegenüber dem geltenden Recht selber. Übersichtlichkeit, finde ich, ist ein Punkt. Sie ist jetzt ein bisschen übersichtlicher geworden als bisher. Auch inhaltlich gibt es Veränderungen. Zum einen, genau, das ist nochmal das Gruselbild dagegen gesetzt. Zum einen gibt es eine Unterteilung. Bibliotheken dürfen nicht nur Werke aus ihrem eigenen Bestand archivieren, sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch öffentlich zugängliche Werke, die sie nicht in ihrem eigenen Bestand haben. Und zunächst zu Nummer 1, bei Werken aus eigenem Bestand
muss künftig nicht mehr ein eigenes Werkstück verwendet werden. Das bedeutet, die berechtigten Einrichtungen können sich jetzt ein Buch von woanders ausleihen und das als Vorlage nehmen für die Digitalisierung. Sie dürfen mehrere Kopien erstellen und nicht nur eine erstellen und können deswegen auch redundant speichern. Was Sie aber nicht dürfen, auch nach dieser Norm nicht, ist die Archivkopien nachher der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, also wirklich zugänglich zu machen. Das geht nicht, weil das der europäische Rahmen nicht zulässt. Das heißt, die Bibliotheken dürfen jetzt lange archivieren und sicherstellen, dass es diese Werke gibt. Und wenn dann irgendwann der Bestand zerstört ist, dann gibt es ein gewisses Problem damit, wie man dann diese geretteten Exemplare zugänglich machen kann. Aber vielleicht muss man da kreative Lösungen finden, wie Herr Renner sie vorhin angemahnt hat und gesagt hat, man muss vielleicht manchmal auch dann Risiken eingehen. Zum anderen ist das Webharvesting unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Das ist die Nummer zwei. Die DNB beispielsweise könnte also ihrem Suchauftrag nachkommen und tatsächlich unkörperliche Medienwerke aus dem Internet einsammeln, wenn diese auch öffentlich zugänglich sind. Also Paywalls müssen sie beachten und zum Beispiel Inhalte privater Chatrooms dürfte die DNB nicht einfach sammeln. Und ich glaube, das ist auch gerechtfertigt. Bei der Terminalschranke gibt es auch wenigstens zwei Verbesserungen. Zum einen habe ich gesagt, dass vorher unklar war oder nach geltendem Recht, nach der Norm unklar war, ob auch Annexvervielfältigungen gestattet sind. Die sind jetzt hier ausdrücklich gestattet, nämlich die Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung ist erlaubt. Und zum anderen wird das Wort Leseplätze durch Terminals ersetzt. Das ist im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH. Und diese Pflicht, dass für Werke keine Regelungen über Verkauf oder Lizenzen gelten dürfen, die geht auf in der Pflicht, dass die Nutzung, das hier ist jetzt die geltende Regelung, dass die Nutzung geboten sein muss. Entschuldigung. Und diese Pflicht, die wir jetzt haben, dass nur so viele Exemplare an Terminals zugänglich gemacht werden dürfen, wie die Bibliothek hält. Die wird auch nicht mehr explizit genannt. Ich habe schon gesagt, bei Belastungsspitzen, also wenn ganz viele Leute in den Bibliotheken sind, dürfen Bibliotheken schon jetzt gleichzeitig mehr Exemplare zugänglich machen, als sie eigentlich haben. Und auch deswegen und auch auf dieses Tatbestandsmerkmal verzichtet die neue Norm und sagt dann, dass die Nutzung geboten sein muss. Also flexibilisiert hier den Rechtsrahmen im Vergleich zum geltenden Recht. Die letzte Neuigkeit oder der letzte relevante Absatz ist der Kopienversand. Und auch da haben wir ein bisschen modernisiert und ausgemistet. Auch veröffentlichte Werke, die nicht erschienen sind, dürfen genutzt werden. Die Norm ist werkartenneutral, erfasst also nicht nur Zeitschriftenbeiträge und kleine Schnipsel von Werken und darf auch in sonstiger elektronischer Form erfolgen, ohne dass es eine Beschränkung gibt auf eine grafische Datei. Diese ganzen Nutzungen sind... Ich bin jetzt ein bisschen schneller gelaufen, weil ich noch 3 Minuten Zeit habe und irgendwie den wahnsinnigen Ehrgeiz hatte, dann nicht die 3 Minuten voll auszunutzen. Deswegen erspare ich Ihnen diese ganzen Textberge, Sie sind hoffentlich dankbar. Die Nutzungen sind alle vergütungspflichtig. Das entspricht dem geltenden Recht, insofern gibt es also keine Veränderung. Aber ich glaube, dass die Norm schon im Rahmen dessen, was möglich ist, so ein paar Probleme löst. Und auch wichtige Probleme löst. Aber natürlich löst sie nicht alle Probleme, ist keine Patentlösung. Und ich bin jetzt gespannt und freue mich darauf, mit Ihnen zu diskutieren, wie wir die Welt noch perfekter und noch besser machen können und ob wir vielleicht eine Kombination von allem gebrauchen müssen. Vielen Dank.